Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Craft the World. Ja, letztes Mal wollte ich ja da oben anfangen, mit unserer Basis oder zumindest unsere Basis zu schützen. Aber bin davon abgekommen, weil erstens die Aufnahme gestoppt wurde und zweitens, es kommen wieder Monster. Alter Schwede, guckt euch das mal an hier. Die ganzen Viecher hier, wie die fliegen. Nicht, dass ich dann nachher meine Basis in die Luft baue und die greifen die ganze Zeit die Basis an. Das wäre nicht so gut. Wo ist das Essen? Ich bin am Verhungern. Ja, da komm her. Da hast du. Oh, da kommen die ganzen Viecher gerade. Los, greift sie an. Leute, jetzt kommen schon solche Fliegeviecher. Oh no. Das ist natürlich nicht so schön. Ach du Scheiße, wie viele Viecher sind denn das bitte? Oh oh. Das ist nicht so gut. Das können sie abbauen, währenddessen sie kämpfen. Wie die mit der Spitzhacke zuschlagen, weil die einfach besser ist vom Schaden her. Ja, na super. Und wieder verkackt. Lass dich steuern, danke schön. Den einen können wir wenigstens killen. Jetzt weiß er nicht, in welche Richtung er laufen soll. Oh Mann, ey. Vor allem, ich komme ja auch nicht voran, weil jedes Mal diese ganzen Monsterwellen kommen. Ach Mensch. Jetzt haben die auch kein Leben. Jetzt kann ich da oben auch nicht weiterbauen. Ja, nun. Wo sind die denn alle? Sind die unten? Haben die alle kein Leben? Ah, die haben alle kein Leben. Oh, hier ist Mithril jetzt. Halt, stopp. Oh, mit Spinnen wieder. Okay. Aber das sieht ja richtig cool aus, wenn die da hochfliegen. Da müssen wir noch weiter abbauen. So, was machen die hier oben für Spielränzchen? Der eine greift an, okay. Und haut auch gleich wieder ab. Ah, der macht das richtig klug. Gut, dass ich den hab. Guck mal, alle laufen gleichzeitig weg. Oh Mann. Was ist denn das? Oh, Schleimfackel. Ich mache einfach mal ein paar. Um genau zu sein, 4 Stück. Mal hier so ein Bücherregal. Sieht auch bestimmt cool aus. Ching und Ching. So, das kann man doch hier bestimmt irgendwo hinsetzen. Was mache ich weg? Ja, von mir aus das erstmal. Das kann ich, oben ranhängen. Richtig cool. Was habe ich jetzt Neues bekommen? Einmal gucken. Versteine der Gargoyle. Oh no.
Nun komm mal her, du scheiß Zwerg. So, ich gehe da jetzt hin und dann greife ich dich einfach an. Egal, wenn du so wenig Leben hast, ist doch vollkommen wurscht. Ich kann ihn nicht angreifen. Perfekt. Okay, der ist tot. Naja, gibt Schlimmeres. Mal dafür ist zum Beispiel solche Basis in der Luft richtig gut geeignet. Und jetzt kommen wieder andere Viecher noch dazu. So was, ich gehe da jetzt mal wieder hin. So. Ja, okay, das war ein bisschen dumm. So, steuern. Oh, komm mal her, du Scheißzwerg. Ich muss den angreifen. Komm her. Put, 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 put. So, jetzt kann ich auch wieder ein bisschen. Ja, jetzt kommen noch mehr, oder was? Und jetzt kann ich mich nämlich dahinter verstecken. Hä? Ich wollte gerade sagen, wieso kommen die denn da durch? Oh. Das hat ja nicht lange gehalten. Oh Mann, wie viele Viecher sind denn das bitte? Warte mal, ich versuche mal ganz kurz was. Wenn ich jetzt das Spiel mal ganz kurz tatsächlich beenden. Ja. So. Spielen. Wenn ich jetzt nochmal neu reingehe, dann müssten sind vielleicht die Viecher weg. Hoffe ich ja mal. Ne, sind sie leider nicht. Okay. Oh Mann, das ist der nächste Tod. Dann sind sie auch noch Ratten. Oh Mann, ey, was denn noch? Alles für Probleme. Immer an der gleichen Stelle, ne? Immer da rechts an der Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, übertreibt doch noch mehr. Wie viele Viecher sollen dann noch kommen? Vier Zwerge habe ich nur noch. Oha. Warte mal, was ist denn da unten los? Oh oh. Och nö. Ich habe aus Versehen in so einen Gang reingegraben. Also, wir sind wirklich nicht alleine auf dieser Map. ja, ich muss mir das erstmal genauer angucken hier. Guck mal, diesmal sind da drei drinne. Okay, wo graben die sich da jetzt wieder hin? Wahrscheinlich einfach bloß irgendwie. Also merken, nach ganz unten graben, schlechte Idee. Oh nein. Oh.
steuern. So, du musst ja hier sowieso irgendwie durchkommen. Ich springe da einfach rüber. Ja, es hat geklappt. Natürlich. Überspringen. Ausstattung, können wir dem jetzt hier noch solche Spitzhacke geben? Ding, ding, ding. Die anderen haben schon. Ne, der hat noch nicht. Okay. Der hat noch nicht. Wer will noch? Ja, wow, und jetzt killen die uns. Obwohl wir sind zu zweit. Das geht eigentlich. Oder auch nicht. Jetzt ist er doch wieder gestorben. Perfekt! Wir haben es überstanden. Oh Mann, ey. Wasser sammeln. So, diesen Stall können sie erstmal da killen. So, dann machen wir nämlich... Wahrscheinlich habe ich da nicht so genügend ausgeleuchtet. Dann machen wir hier nochmal über Fackeln hin. Weil nämlich da auch so ein komischer Pilz gewachsen ist. Wahrscheinlich liegt es einfach da dran. Dass es einfach nicht genügend ausgeleuchtet ist. Mal wie die da. Hey, das sieht da richtig geil aus, wie die da so schwimmen. Hä? Wieso geht das nicht? Mach doch da eine Fackel hin. Gut, dann haben wir schon mal ein neues Werk. Hier einmal zumachen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder alle aufbauen hier. Oh Mann, ey. Wieder eine Apokalypse. So, das haben wir schon, okay. Gut. Ah, kriegt er jetzt eben von mir aus noch einen Rucksack. Besser als wenn er gar nichts hat. Ja, wieder die ganzen Nachrichten. Okay, einfach mal durchklicken. Mal, wie viel Leder habe ich eigentlich? Leder, Leder, Leder. 34. Man kann doch eigentlich Lederrüstung auch machen, ne? Ich eigentlich der Meinung. Ja, da hinten erst. Oh, so spät erst? Oh Mann. Was ist denn das? Oh, die Ratte kann noch mal getötet werden. So, ich mach mal da so ein Vorsichtsdings hin. Damit die da nicht mehr hingehen. Lol, wie weit läuft er denn noch? Ah, ich wollte schon sagen. Haus ist fertiggestellt, perfekt. Ausruhen, ausruhen, ausruhen. Er geht zum Lager, der soll sich auch ausruhen. Geht schon schlafen. Zum Lager, nein, er soll sich ausruhen. Zum Lager, nein, er soll sich auch ausruhen. Der geht schon schlafen, okay. So, noch ein Zwerg, wo wir Equip vergeben können. So, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss!